Fasnacht 2019 aus Therwil wird Ihnen präsentiert von Die Mobiliar, Generalagentur Asch, Einfach klar, Helvetia, das Brüllenstudio Ruth Saladin und die Kaffeebar Träumli, Jobcenter Basel Land AG, EBM und geschwind Forst- und Gartenarbeiten. In Therwil haben sich jung und alt bei strahlendem Wetter auf ihre Fasnacht gefreut. Einmal mehr war die Therwiler Fasnacht von einem ausgesprochenen Lokalkolorit geprägt. Der Herbert Blaser ist für euch mit drin. Wir zwei sind die Vernünftigen und hinten dran sind Chaoten. War das nicht besser umgekehrt? Könnte vielleicht schon, ja. Also wir sind hier auf dem 99er Holzstiebelwagen und wir spielen das Hütte Gaudius, wo das als erstes stattgefunden hat hier im Dorf. Ein Hütte Gaudi mit lauter Kühe? Nein, aber Auftritt treten ist hier cool. Und wegen dem haben wir gefunden, es ist doch passend, wenn wir hier ein Kuhkostüm haben und den Leitsänger von Kuhli die ausspielen. Habt ihr eure Kühe, haben sie Hörner oder haben sie keine Hörner? Ja, sie haben Hörnli. Hörnli. Wir sind bei den Scheinheiligen und Klickenmitglied ist dieses Jahr gewählt worden, oder letztes Jahr, als neuer Präsidentenkomitee. Und durch das ist auch unser König dieses Jahr. Aber ein Scheinheiliger, das ist ja doppeldeutig. Ja, nein, wir sind eigentlich Scheinheilige in der ganzen Linie. Scheinheilig und brav, wie es im Namen steht. Und er ist dieses Jahr drei Tage unser König. Wir sind seit 31 Jahren dabei hier an der Therwiler Fasnacht. Und dieses Jahr haben wir ausgespielt, dass Therwil wächst in die Höhe. Wie ihr selber gesehen haben wir überall den ganzen Bahnhof draus, überall Baustellen. Und das geht alles so ziemlich schöne Hochhäuser, die wir in Therwil haben. So ein bisschen Manhattan langsam. He? Ein wunderbares Sujet! Wunderbares Sujet und eine wunderbare Fasnacht. Das ist ein recht komischer Dialekt. Zweitens, wir sind in die 90 Grundgraden und überall hängen jetzt die Davies rum und die spielen aus. Wir sind die Herzen von Therwil. Ich bin ein ungerader Basuländer, hast du nicht das Gefühl? Nein, du bist ein, das ist ein ganz, ganz komischer Dialekt, ehrlich gesagt. Aber es ist nicht so schlimm, das darfst du haben. Danke vielmals, eine schöne Fasnacht.
momentan auf den Wagen von 99 rüberfliegen und wir spielen aus, dass die Kirche so einen langen Umbau hatte, dass das gleich lang geht, wie eine Pyramide zu bauen. Darum sind wir heute als Pharaonen unterwegs. Ein beeindruckendes Sujet. Was wollt ihr damit sonst noch sagen? Dass die Kirche ein bisschen lang hat, um etwas umzubauen. Oder allgemein der Herr hier oben ein bisschen lang hat für etwas. Dann hoffen wir, die Fasnacht geht nicht so lang, gell? Ja, das schon nicht, aber wir sind froh, dass es gnädig gemeint hat mit uns und schön Wetter ist heute. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und was bedeutet das? Wir sind auf das Thema gekommen, weil das Vereinskartell aufgelöst hat. Und da sind wir auf das Thema gekommen. Und was wollt ihr damit erreichen? Wir sagen oft, es gibt kein Kartell mehr, das es da will. Dann wünschen wir euch viel Glück. Also wir sind auf dem Bananenbiegewagen, sind hier in Derwil und unser Sujet ist mit einem Affenzahn unterwegs. Wir spielen das Pickybike von der BLB aus, weil es auch eine geile Sache ist. Wie seid ihr auf das Sujet gekommen? Also grundsätzlich fahren wir die ganze Zeit mit diesen Dingen rum, weil wir sehr oft nicht mehr ein Auto fahren. Und wegen dem haben wir gefunden, eigentlich passt das genau zu uns. Und aus diesem Grund haben wir mal BLT angefragt und die haben mit uns kooperiert. Und so hat das viel läuft noch, ja. Wildschäu, wir sehen während der Zeit, aber was für ein Sujet spiele ich dir aus? Dass Swisscom das Glasfasernetz ausbaut hier in der Schweiz. Und vor allem auch hier in der Region. Was bedeutet denn das für uns? Schnell das Internet und dass man einfach auch Besseres hat und überall eigentlich eine gute Verbindung. Ist ja eigentlich eine Verbesserung auch für die Wildschäu? Ja, natürlich. Wegen dem spielen wir es aus. Die Fasnacht 2019 aus Therwil ist Ihnen präsentiert worden von Die Immobiliar, Generalagentur Ersch, Einfach klar, Helvetia, das Brüllenstudio Ruth Aladin und die Kaffeebar Träumli, Jobcenter Basel Land AG, EBM und Geschwind Forst- und Gartenarbeiten.